Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigttext steht im Kolosserbrief und es lohnt sich, diesen Brief einmal komplett im Zusammenhang zu lesen. Das sind nur 4 Kapitel, je nach persönlicher Lesegeschwindigkeit braucht man so 10 bis 15 Minuten dazu. Aber man bekommt so einen Eindruck von der Atmosphäre des Ganzen. Es sieht wohl so aus, dass der Apostel die Gemeinde nicht persönlich gekannt hat. Sie ist gegründet worden von einem seiner Mitarbeiter mit dem schönen Namen Epaphras. Aber Paulus hat viel Gutes gehört über die Gemeinde in der Stadt Kolossai und es juckt ihm in den Fingern, ihnen zu schreiben. Es wird deutlich, dass er und seine Mitarbeiter regelmäßig für diese Gemeinde beten. Und von Epaphras, dem Gründer, heißt es sogar, er ringt in den Gebeten für diese Gemeinde. Und das, obwohl kein akuter Anlass zur Sorge besteht. Die Gemeinde entwickelt sich prächtig, alles ist in Ordnung. Es ist eigenartig, diesen Text zu lesen vor dem Hintergrund der aktuellen Synodenbeschlüsse. Unseren Gemeinden geht es nicht gut. Die Gottesdienste sind schwach besucht, das geistliche Grundwissen ist am Schwinden. Mach mal eine Umfrage, frag die Leute, warum wir Pfingsten feiern. Und dass wir zu wenig Pastorennachwuchs haben, spricht auch nicht gerade für die geistliche Gesundheit unserer Kirche. Und dennoch scheint man überwiegend am lieben Geld interessiert zu sein. Das ist der Punkt, über den man sich Sorgen macht. Was für ein Kontrastprogramm. Also Paulus und seine Mitarbeiter beten und rufen zum Gebet auf. Luther hat gesagt, das Gebet, das ist das Handwerk des Christen. So wie der Schuster seine Schuhe macht, so betet der Christ seine Gebete. Und das ist eine Kraft, die man nicht unterschätzen sollte. Gebete öffnen die Tür für das Handeln Gottes. Es passieren Dinge durch das Gebet, die sonst nicht passieren würde. Also bitte, betet für die Gemeinde, betet für unsere Kirche, betet für mich. Das ist wichtig. Ein zweites wird deutlich, wenn man den Kolosserbrief so im Zusammenhang liest. Paulus macht sich Sorgen darum, dass diese Gemeinde, die doch so gut läuft, geistlich verführt werden könnte. Entweder durch Philosophien. Die gab es damals in Griechenland häufig. Das hier war jetzt Kleinasien, aber das schwappte rüber. Philosophien, die menschliche Weisheit höher bewerten als die göttliche Offenbarung. Sowas wie New Age gab das damals schon. Oder auf der anderen Seite fürchtet er, dass die Gemeinde verführt werden könnte durch so eine Spielart der Frömmigkeit, die sich selber Regeln auferlegt und meint, Gott dadurch zu gefallen, aber sich von der Gnade Gottes trennt. Und er sagt, die beste Abwehr, die es dagegen gibt, die beste Abwehr gegen Verführung aller Art, ist, dass ihr fest verbunden bleibt mit Christus, dass ihr eingewurzelt seid mit ihm und dass ihr in guten Kontakt steht zu den anderen Christen. Je besser das gepflegt wird, desto kleiner ist die Gefahr, auf geistliche Abwege zu geraten. Und umgekehrt natürlich auch. Und nun macht er im heutigen Predigttext, den wir ja eben schon gehört haben, gute Ratschläge, wie das konkret aussehen kann und wie unser Miteinander an Strahlkraft gewinnt. Und der erste Punkt lautet, mach dir bewusst, wer du im Tiefsten bist. Ein Auserwählter Gottes. Ein Heiliger, ein Geliebter. Das ist die Grundlage. Wir sind Auserwählte Gottes. Wir sind Heilige, wir sind Geliebte.
Wer sich zu Jesus bekennt, wer ihm vertraut, der hat einen besonderen Stand bei Gott. Jesus ist die Schlüsselfigur zum Heil. Wer ihn ablehnt, der lehnt Gott selbst ab. Wer ihn annimmt, der ist ein Auserwählter. Das wird uns jetzt nicht gesagt, damit wir auf andere herabschauen können. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns unserer Stellung bewusst werden. Wenn der Teufel oder unser Gewissen oder sonst wer uns verklagt und uns zusetzt und sagt, du bist schlecht. Du bist viel zu schlecht. Du wirst es nie schaffen in den Himmel. Du bist zu nichts Nutze. Ich weiß nicht, ob ihr solche Stimmen kennt. Aber dem kann man genau das entgegenhalten. In Gottes Wort steht, nein, ich bin ein Auserwählter, ich bin ein Geliebter Gottes, ich bin ein Heiliger. Nicht aus mir selbst heraus, sondern weil ich zu Jesus gehöre, der mich heiligt. Das zweite ist, dass dieses Sein natürlich zwangsläufig Auswirkungen auf unser Leben hat. Ein Glaube, der das Leben nicht verändert, ist auch nichts wert. Das ist ein Selbstbetrug, der entfaltet auch keine Ausstrahlung. Da war mal eine Verkäuferin, die machte Haustürgeschäfte, und zwar verkaufte sie Schlankheitspillen. Sie war gut geschult, sie konnte prima reden, ließ sich nicht schnell abwimmeln, hatte auf alle Fragen eine richtige Antwort, und trotzdem waren ihre Umsätze deutlich unterm Strich. Und sie fragte einen Kollegen um Rat, woran könnte das denn liegen, dass ich nicht mehr verkaufe? Und er sagte zu ihr, das liegt vielleicht daran, dass du mehr nach vorher als nach nachher aussiehst. Das war ganz freundlich formuliert, die Dame wog 150 Kilo. Wie kann unser Leben so verändert werden, dass wir als Christen nicht rüberkommen wie diese übergewichtige Frau, die anderen Leuten Schlankheitspillen andrehen will? Wie können wir unserer Berufung entsprechend leben? Eine Falle darin ist der Versuch, das aus eigener Kraft zu wollen. Wir können uns nicht verändern durch gute Vorsätze oder indem wir uns selbst unter Druck setzen. Das führt nur zu Frust oder dazu, dass wir uns selbst in die Tasche lügen. Stattdessen hat Paulus eine verblüffend einfache Lösung parat. Er sagt, zieh doch das neue Leben einfach an. Zieh es einfach an. Ich liebe diesen Moment am Konfirmationssonntag, wenn ich ins Gemeindehaus komme und sehe meine neuen Konfirmanden, und ich muss erst mal zweimal hingucken, um sie wiederzuerkennen, da haben die plötzlich Schlips und Kragen und Kleider und die Haare und sehen ganz anders aus als sonst. Und sie benehmen sich auch anders, weil sie spüren intuitiv, an diesem Tag sind sie die Auserwählten, die Besonderen, die Geliebten, die Hauptpersonen, und ihr feierliches Outfit trägt dazu bei, sich entsprechend zu verhalten. Ich glaube, das meint Paulus, wenn er schreibt, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Einfach anziehen. Christus hält die Kleider für uns bereit. Das wirkt erstmal merkwürdig. Ja, man kommt sich darin vor wie verkleidet. Wenn man sonst nur Jogginghosen trägt, dann ist das komisch, plötzlich einen Anzug anzuhaben mit einer Krawatte. Aber man gewöhnt sich dran. Wenn man gewohnt ist, ständig über andere zu lästern und nur an sich selber zu denken, dann ist das ungewohnt, freundlich und geduldig zu sein. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Wir entscheiden ja in der Regel jeden Morgen neu, was ich anziehe. So, ziehe ich die Klamotten von gestern nochmal an oder sind die schmutzig, brauche ich was Neues? Was liegt an? Gehe ich in die Kirche oder in den Garten? Muss ich zur Schule oder habe ich frei? Und je nachdem wähle ich das aus, was ich anziehe. Und das können wir eben auch mit dem inneren Menschen machen. Heute ziehe ich mal Geduld an. Ich entscheide mich dafür, meine Hasskappe wegzuwerfen und geduldig zu sein.
Ganz bewusst. Mit der Oma, die an der Kasse vor mir steht und jeden Cent einzeln aus ihrem Portemonnaie rauskramt, um dann am Ende festzustellen, dass ihr 3 Cent fehlen. Oder mit dem Autofahrer, der mit Tempo 40 vor mir herschleicht. Oder mit dem Konfi, der nach Sachen fragt, die ich schon 3-mal erklärt habe. Heute ist ein Glückstag, Konfi, ich habe Geduld angezogen. Und morgen zur Abwechslung ziehe ich mal Freundlichkeit an. Also, um Missverständnissen vorzubeugen, das ist keine Heuchelei. Das geht nicht darum, dass man jemandem etwas vorspielt, was gar nicht da ist. Sondern es geht darum, bewusst ein Geschenk anzunehmen, das der Heilige Geist uns macht. Und natürlich bleibt das auch immer unvollkommen. Natürlich erreichen wir auch immer mal Situationen, in denen uns der Geduldsfaden reißt. So wie es hin und wieder auch mal im Alltag passiert, dass wir uns vollkleckern und ein neues Hemd anziehen müssen. Also was tun in solchen Situationen? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Es dauert seine Zeit, bis der alte Mensch überwunden ist. Ungefähr ein Leben lang dauert das. Aber egal was passiert, es ändert nichts an der Grundtatsache, dass du ein Auserwählter bist, ein Geliebter Gottes. Das bist du und das bleibst du. Es geht nur darum, das passende Outfit dazu zu tragen. Dritter und letzter Punkt. Es ist natürlich auch wichtig, was in unseren Herzen passiert. Ich finde den Gedanken faszinierend, der in diesem Predigttext drinsteckt, dass jeder Mensch in seinem Herzen ein Lied singt, das zu seinem Leben passt. Ändere das Lied und du änderst das Leben. Es gibt ja unterschiedliche Lieder, die Menschen so singen in ihren Herzen. Mancher singt, yeah, ich bin der Größte, kein anderer ist so toll wie ich. Es ist ausgesprochen anstrengend, mit Menschen zusammen zu sein, die dieses Lied in ihren Herzen haben. Oder andere singen, erst komm ich und dann komm ich und dann komm nochmal ich. Gibt es. Oder manche singen, das Leben ist so ungerecht und immer trifft es mich. Oder einige singen auch, ich kann nichts und bin nichts wert, bitte verachte mich. Wir haben heute den Sonntag Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Oder wie Paulus schreibt, singt Gott dankbar in euren Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das verändert unser Leben und unsere Ausstrahlung, wenn wir in unserem Herzen ein Loblied Gottes anstimmen. Wenn es darin plötzlich heißt, in dir ist Freude, in allem Leide. Oder wenn es singt, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Welchen Musikstil wir bevorzugen, ist dabei völlig egal. Ob Lobpreis oder Gospel oder Bach-Kantate, Paul Gerhard, Thésée, Gesänge, völlig wurscht. Das ist Geschmackssache. Es lohnt sich nicht, darüber zu streiten. Aber es ist eine gute Idee, sich mit Musik zu umgeben, die geistlich aufbaut. Denn die Musik, die wir hören, kann das Lied in unseren Herzen beeinflussen. Wir haben das so viel einfacher als die Menschen zu Paulus Zeiten. Wir brauchen nur die CD reinschieben oder ein MP3 anklicken und schon spielt ein ganzes Orchester für uns oder eine Spitzenband. Also umgeben wir uns mit guter geistlicher Musik und lernen wir zu singen in unseren Herzen. Gründe dafür gibt es mehr als genug. Amen.